Schwedt an der Oder, eine Stadt voller Gegensätze. Sie liegt mitten im Nationalpark Unteres Odertal und entstand in den 60er Jahren rund um eine Erdölraffinerie, die der Stadt Wohlstand bringt. Mit der Wende wird die PCK-Raffinerie privatisiert. Von 8000 Arbeitsplätzen bleiben 1200 übrig. Doch auch diese gut bezahlten Jobs sind jetzt in Gefahr, weil seit Januar kein russisches Öl mehr nach Schwedt fließt. Wir sind hier das Herz von Schwedt. Reißen Sie uns das Herz raus, können Sie Schwedt einpacken. Stirbt der PCK, stirbt die Region. Inzwischen gibt es Ideen und Gelder für einen grünen Umbau der Raffinerie. So ist auch Wasserstoff im Gespräch. Also ich blicke positiv in die Zukunft, weil ich diesen Prozess der Umgestaltung oder Transformation gerne mitgestalten möchte. Neben der PCK sind die Papierfabrik und das Klinikum hier die größten Arbeitgeber. Mit den polnischen Nachbarn gibt es einen regen Austausch. Mögen wir sehr, weil die Stadt ruhig ist, die Leute sind freundlich. Viele hier mögen die unberührte Natur direkt am Stadtrand. Der Deich, die Polderwiesen, die Umgebung eigentlich traumhaft. Fahrradfahren, laufen, wandern. In Schwedt leben überwiegend ältere Menschen. Die Jungen hier zu halten, ist eine der größten Herausforderungen. So wie in Berlin, ne? Fährst ein paar Meter bis in eine Disco, ist ja alles nicht. Wir wollen wissen, was bewegt die Menschen in der Stadt an der Oder?